Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir haben ein Mail der gekriegt von der lieben Sarah FC Bayern. Schaut bei der unbedingt mal vorbei. Ist echt super, der Kanal hat schon über 1300 Abos und ich habe mit ihr getauscht und was sie uns da so zugeschickt hat, das schauen wir uns mal an. Ich habe den Brief extra umgedreht, damit man ihre und meine Adresse nicht sieht. Okay, das gehörte schon mal nicht zu unserem Tausch, Sarah. Das muss ein Extra sein. Original signiert von Philipp Lahm. Ey, das ist. Oh, und hat sie sogar was draufgeschrieben? Ich hoffe, das darf man vorlesen. Ey, das ist, Sarah, das ist stark. Ach, und Geld auch noch mit dabei. Stimmt, wir hatten ja auch geschäftlich ein bisschen zu tun. Ey, cool, dass du daran gedacht hast, Sarah. Finde ich richtig cool von dir. Das Geld lege ich mal beiseite. Ja, und dann hier noch ein paar extra. Ach nee, die hatten wir getauscht. So. Die wollen nicht so ganz aufgehen. Das sind auch die Bayern München Sticker, die wir getauscht hatten. Die sammle ich ja auch. Die Serie habe ich ja auch fast bald voll. So. Hier die ganzen Dinger vom Mannschaftsfoto. Dann Bernie, das Maskottchen. Manuel Neuer als letzter Sticker. Mats Hummels, eine Hälfte von Rafinha. Den kenne ich leider nicht. Hier ein paar weitere Hälften von Spielern, die ich noch brauche. Dann der Dorsch. Das müsste auch Dorsch sein. Ja, dann die Hälfte von Thomas Müller und nochmal das Jubelporträt von, oder ein Jubelporträt von den Bayern. Sehr schön. Dann hier Matchetext-Karten. Da haben wir drin John Anthony Brooks als Matchwinner. Sehr schön. Dann Club 100 Arturo Vidal und CDB als Matchwinner. Sehr schön. Dann gehe ich mal hier so hin. Dann, das müssten die Extras sein, glaube ich, weil das hatten wir, glaube ich, nicht getauscht. So. Da haben wir einmal die limitierte Auflage von Mesut Özil von FIFA 365. Das müsste aus dem Jahre 2016, glaube ich, gewesen sein. 16 oder 17, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann von Road to Russia Limited Edition, Coutinho Limited Edition, Rakitic Limited Edition, Agüero. Limited Edition Robert Lewandowski. Dann, oh mein Gott. Und oh mein Gott. Alter, okay, die letzten. Ach du Scheiße, die letzten beiden Karten hatten es richtig in sich. Ich dachte, ey, oh, Leute, was geht hier ab, Alter? Ich dachte mir so, okay, Limi ist okay. Dann auf einmal so Pro 11 und dann so, wollte ich gleich noch drauf eingehen. Ich dachte, ich wollte die Basekarte von Kimi noch zeigen, aber denkst du? Pustekuchen, original signierte Karte von Joshua Kimmich. Ey, wie geil ist das denn bitte? Ey, Sarah, du bist die Beste, echt. Also, und eine Pro 11 Karte, sowas hatte ich noch nie. Also, ich habe sowas leider noch nie gewonnen. Von der Magitek 16-17 Serie, Pro 11 Andres Iniesta. Ey, Sarah, da freue ich mich echt mega. Also, echt ganz stark, Sarah. Und dann hier hat sie mir noch was eingepackt: eine Autogrammkarte von Philipp. Ja, leider zurückgedreht ist. Oh, ich will das hier nicht kaputt machen. Hast du ein bisschen blöde zugeklebt, Sarah. Aber ist ja nicht schlimm. Ich mache das ganz vorsichtig ab. Wenn es dann abgehen würde. So, einen Moment. So, ich weiß, man sieht jetzt gerade nichts, aber man kann es, glaube ich, hören, wie ich in Anführungszeichen versuche, dieses Teil aufzukriegen. Und jetzt müsste es mir, glaube ich, gelungen sein, wenn der Kleber von meiner Hand abgeht. Und entschuldigen Leute, dass es etwas länger gedauert hat. Ich stelle das nochmal ordentlich hin hier. Ja, jetzt erstmal gucken, wie das hier aufgeht. Hat sie auch noch zugeklebt. Okay. So. Jetzt wird der Kleber wieder nicht ab. So, und wo geht hier das schöne Teilchen hin? Ah, hier ist es. Hier ist das Teilchen. Hast du aber sehr gut verpackt, Sarah. Ah, und jetzt habe ich es offen, okay. Der Müll kommt weg. Und hier ist die original signierte Karte von Philipp Lahm. Also, das ist richtig, richtig cool. Da freue ich mich richtig drüber. Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zwei signierte Karten gleich noch von dir. Das noch als extra. Das ist echt. Was soll man dazu sagen, Leute? Da muss man noch mindestens 10 Daumen nach oben geben, oder? Mindestens. Also ich denke, die sollten drin sein. Und
Sarah, ich weiß gar nicht, wie ich mich. Ich weiß, ich habe es jetzt schon 10.000 Mal gesagt, es tut mir auch leid, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Und hinten steht noch was draufgeschrieben. Lieber Hendrik, sorry, dass ich den Brief erst so spät losgeschickt habe. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Natürlich, Sarah, ist doch gar kein Problem. Ich habe dir ein paar Extras mit reingelegt und ich hoffe sehr, dass dir die Sachen gefallen werden. Ja, auf jeden Fall haben sie mir gefallen. Also, das ist echt mega. Dir und deiner Familie wünsche ich von ganzem Herzen schöne und frohe Weihnachten. Okay, der Brief ist anscheinend schon etwas länger unterwegs gewesen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, Sarah. Dankeschön, Sarah. Und PS, die Unterschrift ist echt. Also hier nochmal der Beweis. Die Unterschrift von Philipp ist echt, aber ich glaube, das sieht man auch, weil die ist nicht gleichmäßig, die Unterschrift. Wenn die halt gefälscht wäre, dann wäre sie nicht gleichmäßig. Und ja, das ist einfach nur mega. Kann man, glaube ich, nicht anders beschreiben. Einfach nur mega. Ich hoffe, der Mail, der hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Müsst ihr. Das ist Pflicht hier bei dem Video. Das ist einfach mega. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.